Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier bei Gran Turismo Sport. Es gibt hier einen neuen Glitch, ja, ein Geldglitch, und den zeige ich euch hier im Video, wie der funktioniert. Ihr geht ganz einfach beim Arcade-Modus auf Benutzerrennen. Da sucht ihr euch hier diese eine bestimmte Strecke aus. Ich zeige euch jetzt welche. Hier, genau, diese Strecke bitte auswählen und dann versprochen, dieser Glitch funktioniert. Ich zeige euch hier, wie das funktioniert. Und dann nehmt ihr hier einfach, nehmen wir hier mal Abend. Ja, das passt so. Ja, auf jeden Fall ein sehr cooler Glitch. Der funktioniert und den zeige ich euch hier. Bei der Fahrzeugauswahl nehmt ihr hier, gleich vorne seht ihr diesen Mazda. Ein Fahrzeug der Klasse N100. Dieses Fahrzeug müsst ihr nehmen, um diesen Glitch zu machen, damit ihr mehr Kohle bekommt. Hier, Farbe ist völlig egal für diesen Glitch hier. Nehmen wir hier einfach mal jetzt hier weiß und dann passt das. Jo, und Automatik könnt ihr auch egal wie ihr wollt. Und dann jetzt hier die Einstellung, ganz wichtig. Also hier stellt ihr bei Renntyp auf Runden. Rundenanzahl stellt ihr auf eine Runde. Genau, eine Runde. Fahrzeuganzahl lässt ihr auf 20 und die Startaufstellung stellt ihr von 11 auf 20, dann wird die Kohle mehr, also ein bisschen mehr ist es geworden, das lässt er hier so. Den Boost, den stellt ihr jetzt auf aus, dann wird die Kohle noch ein bisschen mehr. Hier das andere, Reifen, hier Benzin, das könnt ihr alles so lassen. Aber hier ganz wichtig, die Gegnerfahrzeuge, Gegnerkategorie. Ihr fährt ein Fahrzeug der Klasse N100, aber ihr wollt ja mehr Kohle bekommen, deswegen bekommt der Gegner ein Fahrzeug der Gruppe 1. Und jetzt haben wir schon 29.200. Ja, das können wir aber noch ein kleines bisschen mehr machen. Hier der Schwierigkeitsgrad, der ist auf Mittel, den stellt ihr jetzt bitte auf Profi. Und dann haben wir jetzt 32.900. Und dann könnt ihr das Rennen starten und ich zeige euch, wie dieser Glitch hier funktioniert. Ich werde auch im Video den Glitch einmal ja machen, damit man auch sieht, dass er wirklich tatsächlich funktioniert. Ja, auf jeden Fall coole Sache, so ein Glitch. Ansichtssache, muss jeder selber wissen, ob er das machen möchte oder nicht. Auf jeden Fall für die Leute, die es machen wollen, zeige ich euch das, wie das hier funktioniert. Und er funktioniert auch. Und ja, da könnt ihr schon mal gespannt sein. Auf jeden Fall ganz wichtig am Anfang die Strecke, die ich euch gezeigt habe, dass ihr auf jeden Fall diese Strecke nimmt, weil bei anderen Strecken funktioniert es. Ja, manchmal ja, manchmal. Also bei dieser Strecke ist es am einfachsten. So, hier Fahrzeugeinstellung müsst ihr nicht mehr verändern. Dann drückt ihr hier einfach auf Start so und könnt das Rennen beginnen. Ja, genau. Also jetzt müsst ihr hier auf jeden Fall so anfangen bei dieser Strecke. So, die anderen Fahrzeuge fahren natürlich davon. Die sind natürlich viel, viel schneller. Ihr seid hier jetzt auf den 20. Platz. Und hier vorne ist gleich die Box. Hier Pitstop. Genau, jetzt hier reinfahren und jetzt ganz wichtig und ganz genau zugucken, was ich da mache. So, jetzt hier einfach so rumfahren. So, nicht geradeaus hier weiterfahren, ganz wichtig. Ja, einfach hier kurz stehen bleiben und dann hier so einfach so rum. Genau. So, und jetzt, pass auf, jetzt einfach hier so gerade, so hier rückwärts, ja. Ganz vorsichtig rückwärts hier, genau an dieser Ecke hier. Seht ihr das hier? Genau an dieser Ecke so rückwärts reinfahren. Und dann oben steht Runde 1 von 1. Jetzt kommt so eine rote Zeit und auf einmal letzte Runde. So, das war's schon. Und jetzt könnt ihr hier geradeaus durch die Ziellinie hindurchfahren. So, dann fahren wir jetzt hier mal durch, damit auch alle sehen können, dass dieser Glitch tatsächlich funktioniert. So, und da sind wir durchgefahren. Und da seht ihr,
Ihr habt den ersten Platz hier mit diesem Mazda Roadster. Ja, hier 1 Minute 16 seid ihr gefahren. Ja, auf jeden Fall eine gute Zeit für die Strecke. Nicht verkehrt. Und da seht ihr, da bekommt ihr die Kohle 32.900. Ja, und das kann man so oft wiederholen, wie man möchte. Und dadurch sehr viel Kohle hier im Spiel sich zusammensparen, sage ich mal. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hier und ein Abo. Und dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo Sport. Macht's gut. Ciao.